Am 13. April 1945 rückten die Amerikaner in Kulmbach ein und befreiten die Stadt von der Nazi-Herrschaft. Gespenstische Szenen gingen diesen Tag voraus. Am Kriegsende drohten die Bombardierung der Stadt und standrechtliche Exekutionen durch die SS. Es waren die 48 dramatischen Stunden in der neuen Geschichte der Stadt. Städte müssen bis zum Äußersten verteidigt und gehalten werden. Für die Befolgung dieses Befehls sind die Kampfkommandanten persönlich verantwortlich. Handeln Sie dieser soldatischen Pflicht zuwider, so werden Sie wie alle zivilen Personen zum Tode verurteilt, so der Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht am 10. April 1945. Der Kampfkommandant in Kulmbach heißt seit Februar 1945 Kurt Mirus. Der 48-jährige Oberleutnant gilt als scharfer Hund. Er soll die Festung Kulmbach in einer militärisch hoffnungslosen Situation von den heranrückenden US-Verbänden verteidigen. Als Gefechtsstand wählt Mirus den Felsenkeller der Gaststätte Ries in der oberen Stadt 9, der durch einen Mauerdurchbruch mit dem Nachbarkeller verbunden ist. Die Keller sind zugleich Luftschutzraum für 700 Einwohner. Das letzte Aufgebot des Volkssturm. Als Kampfkommandant befehligt er den Volkssturm. Das letzte Aufgebot. In Kulmbach besteht das Bataillon aus 1000 Mann. Hitlerjungen im Alter zwischen 14 und 17. Luftwaffenhelfern, Meldegängern und verwundeten Soldaten. Für den Einsatz vorbereitet wird der Volkssturm von Oberst der Reserve Konrad Hoffmann und einem SS-Sturmbannführer. Für den Kampf Mann gegen Mann werden in der Innenstadt Hauseingänge und verwinkelte Gassen ausgebaut. Auf den Einfallstraßen nach Kulmbach werden Panzersperren errichtet. Sie sind militärisch absolut wirkungslos, doch psychologisch beim Angriff der US-Verbände verheerend. Am 12. April 1945 spitzt sich die Lage zu. Die US-Verbände stehen nur noch wenige Kilometer von der Stadt. Tiefliegerangriffe erfolgen in kurzen Abständen. Der Volkssturm erhält den Befehl, Kulmbach zu halten. Ersatztruppen von Berneck seien im Anmarsch. Am Nachmittag erfolgt jedoch eine überraschende Wende. Kreisleiter Fritz Schubert verkündet, dass die Stadt nicht verteidigt werde und bringt sich mit seiner Frau und zwei Kindern im Guttenberger Hammer in Sicherheit. Ob dies feige, verdienstvoll zum Wohl der Stadt oder höchst riskant gewesen ist, darüber lässt sich streiten. Schubert selbst hat später stets auf die Order des Gauleiters Fritz Wächtler in Bayreuth verwiesen. Die Parteispitzen sollen sich ins Grenzhotel Herzogau bei Waldmünchen im Bayerischen Wald absetzen. Makaber nur, dort wird Wächtler am 19. April wegen Verlassens der Befehlsstelle kurzen Prozess gemacht. Sein Erzrivale Ludwig Ruckschell lässt ein 35-köpfiges SS-Kommando aufziehen. Wächtler wird aus dem Hotel geholt, vor dem nächsten Baum gestellt und erschossen. In Mirus' unterirdischen Kommandostand in der oberen Stadt droht Gefahr von SS-Offizieren, die aus Bayreuth abkommandiert worden sind. Es sind unberechenbare Fanatiker, die noch Verstärkung erwarten. Sie pochen auf strikte Einhaltung des Verteidigungsbefehls. Mirus verschiebt die Entscheidung auf eine nächtliche Lagebesprechung um 23 Uhr. Höpfel und Neubauer wollen die Stadt übergeben. Das Krisentreffen im Fackelschein verläuft hochdramatisch. Kreisamtsleiter Karl Schneider
Stellvertreter Konrad Kneitz sowie der Studienrat AD Fritz Höpfel und der Luftschutzführer Wilhelm Neubauer sprechen sich trotz der Gefahr, liquidiert zu werden, für die kampflose Übergabe Kulmbachs aus. Mirus greift nicht ein, lässt die Entwicklung treiben. Auch die SS-Leute greifen nicht ein. Kneitz flieht mit seiner Frau durch den Buchwald nach Völschnitz. Schneider setzt sich mit seiner Familie auf Fahrrädern nach Wunsiedel ab. 3 Tage später kehrt er freiwillig nach Kulmbach zurück und stellt sich der US-Militäradministration. Nach dem Reißaus der NS-Paladine löst sich der Volkssturm von selbst auf. Kulmbacher Frauen räumen die Panzersperren zur Seite und hängen Betttücher aus den Fenstern. Wie massiv die Amerikaner selbst auf symbolischen Widerstand reagieren, zeigt der Tag vorher. Auf eine einzige Abwehrsalve der SS-Leute auf der Plassenburg werfen die Kampfflieger 2 Sprengbomben ab, die den Nordflügel und den Glockenturm treffen und 3 Tote fordern. Kulmbachs D-Day ist der 13. April 1945, morgens 9 Uhr. Eine erste Panzerspitze des 55. Infanteriebataillons der 11. US-Panzerdivision stoßt über die Felder von Baumgarten und Oberndorf nach Oberburbach vor und bringt 50 Panzer in Stellung, die ihre 77mm Kanonen auf die Stadt richten. Weitere Kettenfahrzeuge werden bei Betzmannsberg und auf der Höhe südlich von Mangersreuth zusammengezogen. Um 10 Uhr überfliegt ein Aufklärungsflugzeug die Stadt, um ungeöffnete Panzersperren und Widerstandsnester auszuspähen. Bei Problemen werden, wie die Tage vorher, in Küps, Kronach und Nordhalben bei der 71. US-Infanteriedivision 105 mm Haubitzen angefordert. Ein Beschuss der Stadt mit Phosphorgranaten hätte ein Inferno unter den 13.000 Bewohnern und 5.000 Flüchtlingen ausgelöst. Von der Zerstörung des historischen Stadtkerns ganz abgesehen. Um 11.30 Uhr rollen die ersten Sherman-Panzer über Unterburbach und den Schwedensteg in die Innenstadt ein. Die Stadt war menschenleer und totenstill. Im Landratsamt stoßen die Amerikaner auf stellvertretenden Landrat Kaiser, den sie auffordern, den Kampfkommandanten herbeizuführen. Die psychische Zerreißprobe der letzten Stunden hat beim Mirus ihre Spuren hinterlassen. Er ist alkoholisiert und kaum ansprechbar. Auf dem Markt streckt er dem US-Kommander die Hand hin. Doch der schlägt sie ab und zieht ihm die Pistole aus dem Futteral. Mirus setzt seine Unterschrift unter ein Papier. 12.30 Uhr hat die Stadt kapituliert. Bevor die Burg übergeben wird, kommt es noch zu einer Hollywood-reifen Szene. Der Landrat wird auf der Motorhaube eines Jeeps gesetzt. Man drückt ihm einen Stab, an den ein Fetzen weißer Stoff gebunden ist, in die Hand. Darauf wird er ans Tor der Plassenburg gekarrt, wo ihm ein Vertreter der Organisation Todt die Burg übergibt. Am frühen Nachmittag verlassen die Kulmbacher ihre Luftschutzkeller. Die GIs durchsuchen die Häuser. Um 18 Uhr ist die Säuberung beendet. Über dem Kulmbacher Rathaus wehen die Stars and Stripes. Angriffe zwischen 9. und 12. April 1945, insgesamt 3 Luftangriffe,
auch durch die Flieger. Angriffsziel, Bahnhof. Tote und Verletzte. Durch die Luftangriffe ca. 40 Tote in Kulmbach und Umgebung. Schäden. Insgesamt nur leichte Beschädigungen. Bahnhof, Friedhof, Gasfabrik und wenige Gebäude in der Umgebung. Schwere Beschädigungen an Gebäuden in der Spitalgasse, unter anderem an der Spitalkirche, in der Fischerkasse, unter anderem an der Stumpffabrik und in der Weberkasse Plassenburg durch eine Bombe beschädigt. Nordflügel mit Festsaal. Nun blende ich einige historische Fotos ein sowie einige Wochensprüche aus der damaligen Zeit, die meine Mutter in einem Schulheft hatte, wo die Schüler diesen jede Woche zu Papier bringen musste. Hier eine alte Postkarte, tapfere kleine Soldatenfrau. Hier ein Foto vom Marktplatz. Und hier sehen wir einen Wochenspruch. Hier eine Aufnahme entstanden am Grigorifest. Mit meiner Mutter vorne links und ganz rechts sehen wir Margot, die später nach St. Louis, USA, ausgewandert ist. Das Grigorifest ist ein Schul- und Kinderfest, das wohl mehr als 1000 Jahre Tradition hat. Hier ein altes Foto von meinen Großeltern.
So, das war es mal wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr schaltet wieder ein. Und ich sage Servus, bis demnächst.